willkommen hier zu einer richtig schön knackigen Top Smash X Champions League Draft Challenge. Heute nicht der Würfel, heute auch nicht Siri, sondern Packs Night entscheidet. Packs Night entscheidet. Pro Päckchen eine Karte. Am Ende haben wir eine ganze Aufstellung. Das sind 11 Päckchen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Leute, wir gehen rein. Lasst direkt am Anfang des Videos einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da und dann, ja, beginnen wir mit Pack Nummer 1. Und wichtig auch, am Ende des Videos zu bewerten. Also dieses, das Team, was wir uns hier so aufbauen, von 0 bis 10 Punkten. So, was kriegen wir hier? Timber, Romagnoli, Costa, Ugarte, Gravenberg, Konaté natürlich sind hinten die Insats. Was es aber jetzt hier auch nicht viel einfacher macht, leider. Ja, ich nehme Sergio Roberto mit als Rechtsverteidiger. Boah, ist jetzt aber leider nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Also ich habe mir was Geileres vorgestellt, das wollte ich damit sagen. Seiwald, Pavlovic, Bepaul, Nuno Mendes könnte man links aufstellen. Julian Alvarez, Trippier, Leao, Jared Bowen. Ich packe Rafael Leao vorne rein schon mal. Leao, guter Typ, guter Mann. Biljo, Tielemans, Okafor, Carvajal, Zinchenko, Zinedine Zidane, da müssen wir uns jetzt nicht lange unterhalten. Zinedine Zidane, zentraloffensiv, der Kopfstößer. Zizou. Rulli Götze. Pepe wieder Gravenberg, aber es ist nicht unser Pepe, es ist ein anderer Pepe, Mukele, also der Pepe. Klosek, Milan Skriniar und Otamendi, dann nehme ich Skriniar mit als ersten Innenverteidiger. Ja. So, Joe Hart, Fekir. Thuram, Mike Nau ist gut, Davis ist auch gut. Lukas Radetzky, Signature Pereira, Ogbonna. Ich nehme Fonzie Davis mit. Ich poker, dass ich nochmal einen guten Torhüter bekomme. Falls nicht, ja, habe ich mich verpokert, wie man so schön sagt. Petri, können wir machen. Gabriel, Gavi, Tadic, ich nehme Petri mit als zentralen Mittelfeldspieler. Dann spiele ich 4-3-3 oder 4-3-1-2, könnte man auch machen. Doppelspitze. Leao kann das auf jeden Fall. Leao kann ja links vorne im Sturm spielen, aus meiner Sicht. Kolumani wäre natürlich ein schöner Sturmpartner. Emiliano Martinez. Club 100 von John Stones, Declan Rice, Matthijs de Ligt. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher und nehme Emiliano Martinez mit, weil es ein guter Keeper ist. Ein guter Torhüter, Florian Wirtz. Ja, warum denn nicht, ne? Sadio Mané, Brandt, Kai Walker, Pepe, Gattuso. Wir bauen die Legenden ein. Gattuso als Abräumer im Mittelfeld. Gattuso und Zinedine Zidane einfach gemeinsam im Team. Sehr geil. Eric Garcia, Rodrigo, nee. Andy Robertson, Marcus Rashford, Harry Maguire. Ich nehme Harry Maguire als Innenverteidiger. Es wird zwar viel gelacht über Harry Maguire, weil immer nur die Szenen rausgepickt werden, wo Harry Maguire lost ist. Weil es einfach das Meme ist, Harry Maguire. Aber im Prinzip ist Harry Maguire definitiv nicht so schlecht, wie er in der Außenwelt dargestellt wird. Tchouaméni als... Boah, es ist Oliver Kahn. Ich hätte so gerne Oli im Tor. Ich nehm Tchouaméni als NRG mit. Hier im zentralen Mittelfeld. Und jetzt ist halt die Frage, wen kriegen wir als Sturmpartner? Kriegen wir einen geilen Stürmer. Choupo-Moting könnte man machen. Jack Grealish. Ja, ich nehme Erik Maxim Choupo-Moting, daneben Rafael Leao. Das ist unser Team. Jetzt seid ihr an der Reihe, das Team zu bewerten von 0 bis 10 Punkten in den Kommentaren. Emiliano Martinez, Fonzie Davis,
Maguire, Skriniar, Roberto, Pedri, Tchouaméni, Gattuso, Zidane, Choupo-Moting und Rafael Leão vorne drin. Ich bedanke mich, lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.